Herzlich willkommen zurück zu einer 2 Factorio, weiterhin mit meiner Wenigkeit Labor. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, heute rennt wirklich die Zeit. Leck mich an die Füße. Also heute muss ich ganz klar gestehen, ich weiß nicht, wo sie bleibt. So, wir haben jetzt hier noch eine Kiste. Das können wir uns ja später dann da rausnehmen. Wir haben gesagt, wir stellen uns die ja extra dahin, dass ich das alles sehe. Und jetzt möchte ich ganz kurz nochmal gucken, ob wir jetzt wieder... Hier hat sich das auf jeden Fall immer noch nicht alles fertig, ne? Die Maschinen laufen immer noch. Ja, jetzt fängt es gleich an, dass es voll wird. Hier ist es schon voll. Also, hier sind zwei hier drinne. Da ist einer fertig. Der ist fertig. Ja. Ich bin auch fertig mit den Nerven. Hier ist es immer noch nicht hundertprozentig vollgelaufen. Da auch nicht. Mein Petroleum sagt, ja, das sieht gut aus. Mein Rot sagt, das sieht scheiße aus. Ich komme nicht auf den Nenner, wirklich nicht. Ich komme wirklich nicht auf den Nenner. Wirklich nicht. Es ist gerade so ein bisschen zum Mäusemelken, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich werde jetzt hier noch eine Ölraffinerie hinsetzen. Weil diese hier macht ja mehr Rot. Ja, also deswegen haben wir ja diese Produktion. Und ich werde da jetzt mal noch eine zusetzen. Das würde bedeuten, so rum eigentlich, ich sollte da mal weggehen. Jetzt so richtig. Ich denke schon. So. Weil das Rohr ist hoffentlich noch nicht völlig überlastet. Wir mal hoffen, dass das noch... mit da mal weg. Vollkommen noch okay ist so. Natürlich jetzt hier auch den... Das ist jetzt gerade ein bisschen... scheiße. Wir machen mal so. Und so. Ich mach das mal nämlich mal so. Einfach bitte. Danke. Und dann brauchen wir den. Bis da. Gelb bis da. Rot bis da. Ich glaube, das war jetzt richtig. Petroleum wäre dann bis da. Gelb bis hier. Und rot bis hier. So. So. Den bitte. Jetzt geht's. Super. Strom. Okay, eine kleine Idee habe ich, weil der Druck auf der Leitung nicht so 100% ist. Nehmen wir den mal weg. Nehmen uns mal eine Pumpe. Wo ist denn jetzt die Pumpe? Pump ab das Bier, pump es ab. Ich glaube, ich habe das Falsche gebaut, richtig? Nö, da, Pumpe. Dann kommt das so. Dann nehmen wir den und machen so. Und dann nehmen wir den und machen so. So. Es ist halt einfach wichtig, dass wir wirklich versuchen, hier den Druck stabil zu halten. Doch besser. Wenn das jetzt nicht reicht für Rot, dann kommen da oben Geschwindigkeitsmodule rein. Ja. Sehr schön.
Tschüss. Start your engine. Das macht Arbeitsrobotergeschwindigkeit ist Bullshit. Kugelschaden erhöht den Schaden von Projektilwaffen, Geschütztürme und Verteidigungsroboter. Artilleriereichweite wären 4000. Das wären 4000. Das wären 1700, 2000. Es ist teuer. Erhöht den Flammenwerfer-Schaden der Türme. Geschützturmschaden. Ja, hau mal den raus. Waschen. Tschüss, Eggert. Tschüss. So. Ist abgedüst. Klappe geht zu. Und ab jetzt wird reingeklotzt hier. Sollte eigentlich ziemlich flott funktionieren. Forschung und alles ist an. Ach, doch läuft nicht alles. Ist ja klar, zum Beispiel wie hier läuft jetzt ein einziges Band. So, jetzt läuft da auch schon wieder zwei. Also das ist dann alles so ein bisschen Zukunftsgeschwafele. Gut, das haben wir. Das haben wir auch. Hier haben wir vier Maschinen für mehr Petroleum und für mehr Rot und Petroleum und Gelb haben wir jetzt auch vier. 1,2K. 7,9. Ja, man muss natürlich jetzt sagen, ich glaube, diese hier hat jetzt schon, nö, hat noch nicht gestanden. Okay, die arbeiten alle wirklich auf Hochtouren, ja. Also ist das eigentlich alles super. Eigentlich. Das ist alles super, auch super, gut. Gehen wir mal gucken, ob uns irgendwo Kupfer fehlt, weil wir ja noch einen Kupferbahnhof über haben. Und dann gucken wir mal, wo wir uns Eisen holen, Leute. Aber eigentlich müsste ich mir noch dieses Kupfer holen. Aber ich bin jetzt auch der Meinung, wir haben jetzt 1, 2, 3. 3 und hier unten haben wir ja auch ohne Ende Kupfer. Also ich glaube, Kupfer ist erstmal nicht das große Problem, oder? Denke ich. Wissen tue ich es auch nicht. Also wenn ich jetzt hier gucke, haben wir auf jeden Fall in den Bändern kein Kupferproblem. Bin eher der Meinung, dass wir in der nächsten Zeit Eisenprobleme kriegen werden, wo ich ja eigentlich hier unten den Bahnhof hin haben möchte. Und dann hätten wir hier auch nochmal Kupfer und das Kupfer müssten wir nicht mal transportieren, oder? Weil hier ja auch noch das ist wirklich, also bin ich schon größer wie letztes Mal? Letztes Mal waren die Wege alle nur viel weiter. 8,9, 5,7. Also da oben wäre schon ziemlich nice. Haben wir hier gar kein Geschützturm? Nö. Hier oben fehlt so ein bisschen der Geschützturm. Na, dann wollen wir da jetzt erstmal hin. Geschützt. Haben wir bei uns Munition? Können wir uns mal ganz kurz noch ein bisschen was mitnehmen? Ich denke, davon werden wir wohl ein bisschen was übrig haben. Und sonst gehen wir an den Eingeschützturm, wo wir mehr reingemacht haben. Da hinten ist es. War ich doch auf der richtigen Seite. Und fast leer auch. Öl könnte das nächste Problem dann auch wieder sein, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Danke. Oder? Öl könnte dann auch schon wieder bald ein Problem werden. Müssen wir dann mal gucken, wo wir uns Öl besorgen. Dass wir die Produktion mit Öl auch nochmal ein bisschen vorantreiben. Haben nichts. Ich habe geguckt extra oben auf Karte. Nicht das Putsch. Dann liegt Kevin wieder auf dem
entschieden. Hallo, bin hier, hallo. Also ich habe hier oben echt keinen hingesetzt. Na gut, dann lassen wir es mal krabummen. Krabum, bang. Der Egger, der macht bang. Setz mal da hin. Da machen wir mal hier eine Anforderungskiste hin. Blub. Hier machen wir mal die ganze Motion mit rein. Und sagen, anfordern, ach du heilige Scheiße, der ballert ja gleich hier alles. Ja, okay. Ach du Kacke. Da kommt ein bisschen was auf uns zu. Naja, er rottet sie wenigstens aus und das ist ja das, was ich möchte. Es muss alles weg. Keine Munition mehr. Das ist so unnormal einfach. Gut, da wird jetzt ein bisschen aufgeräumt, sonst hatten wir auch nirgendwo noch Störfaktoren um uns herum, ne? Nein. Also regulär könnten wir uns schön groß machen. Hier sind wir, haben wir natürlich auch nochmal 4,2 Millionen. Das könnten wir uns auch nochmal gaunern. 2,9, hier oben 1,3. Ja, das ist wirklich das einzigste. Eisen, Leute. Eisen ist wirklich Kackkarte. Wenn es an mir gehen würde, würde ich nochmal so richtig robums alles abreißen und nochmal neu. Weil wir haben jetzt hier richtig schön die Eisenbahn ringsherum gebaut. Normalerweise müsste man hier sich größer machen, so hier runter oder hier kann man sich größer machen, dann könnte man das alles noch mal ein bisschen einfühliger und Verbesserung bauen. 4,2 Millionen. Ich muss echt überlegen, wo ich mir Eisen weghole, Leute. Da ist immer noch was drin. Wir da auch. Das, was immer läuft, wir haben keinerlei Probleme. Keinerlei Probleme. Wo ist mein fertiges Plutonium, bitte? Ja? Ah, hier. Alter, ich habe gerade die Para hoch 10 geschoben. Ja, ich bin aber überlegen, ob ich die ausstelle so langsam, oder? Wie es aussieht, haben wir wirklich viel. Da ist ziemlich viel. Hier ist was drin. Da ist was drin. Hier ist ja auch was drin. Hier haben wir nichts übrig. Da haben wir auch was drin. Aber eigentlich kann es auch einfach weiterlaufen, ne? Keine Ahnung. Kann es wirklich nicht so genau sagen. Öl könnten wir noch mal gucken. Hier oben haben wir ja auch noch Öl und hier ist wirklich alles voll. Manchmal denke ich, es wäre schlauer gewesen, wenn ich wirklich einen Zug gebaut hätte. Und mit dem Zug, jetzt greifen sie uns aber überall an, mit dem Zug dann nach unten und dann, was weiß ich, ich sag jetzt mal hier hin und dann würde man hier nochmal Ölcontainer hinstellen und die dann wirklich nach unten reinpumpen lassen. Weil wenn ich mir das jetzt hier angucke, 15k, die laufen. Protrium füllt sich auf jeden Fall jetzt richtig gut. Rot? Nein. Also das würde eigentlich bedeuten, wir müssten hiervon noch mehr bauen. Oder wir nehmen 1, 2, 3, 4, 4 Geschwindigkeitsmodule. Ich habe auch keine irgendwo im Lager, ne?
Das würde ich jetzt gerne sehen können, wo, ob ich da was von dem Lager habe. Also eigentlich wäre es schon ziemlich gut, wenn man da vielleicht Geschwindigkeitsmodule noch mit reinmachen würde. Ich muss echt mal gucken, was wir machen. Betonbohnen würde ich auch gerne eigentlich verlegen, also. Aber das braucht man ja eigentlich nicht mehr, ne? Jetzt, wo ich so schnell laufe. Wollte ich denn? Achso, Geschwindigkeit und so. Oh Gott, Kevin. Da streng mal Gehirn an, Alter. Name macht voll Realität, Alter. Ja, hier müsste ich dann die einen Geschwindigkeitsmodule reinschmeißen, die wir uns jetzt mal klauen könnten. Blub, 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 blub. 27. Ja, wisst ihr, was ich mache? Ich gehe jetzt mal bei und schmeiße da oben einfach mal die einer Geschwindigkeitsmodule rein. Zack. 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 Bei wie viel Prozent sind wir da mehr? 60. Zack, so. Das Problem ist ja, dass Rot leer geht, ne? Das ist ja das Hauptproblem gerade. Wenn hier leer geht oder diese hier nicht mehr richtig arbeiten können, dann nimmt er wieder von hier Festbrennstoffe. Und das ist nicht so das, was ich gerne wollte. Also, ah, das wird mir überhaupt gar nicht. Die ist schon fertig. What the fuck? Ja, also die brauchen wir auf gar keinen Fall jetzt schicken. Also das wäre, da verschwende ich ja mehr Materialien als irgendwas anderes. Ja, wir haben nicht mal die Forschung beendet. Wir haben Forschung und die, das abgesendet gleichzeitig. Okay, Leute. Ich sage erstmal wieder vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns morgen wieder. Öl wäre vielleicht noch eine ganz gute Angelegenheit. Aber da hätten wir hier einen einzigen. Das ist richtig klasse. Dafür brauche ich keine Eisenbahn bauen. Und ich muss es auf jeden Fall mit Eisenbahn holen. Und dann kann ich das hier oben auch speichern und dann direkt da unten reinpumpen. Aber ich glaube, Öl wird so ein Problem. Und Eisen. Was mache ich mit Eisen, Leute? Das? 4,2 Millionen? Wir haben 1, 2, 3 Eisen verkommen, die wir mit der Eisenbahn holen. Und die sind hier 1, 2, 3. Das war's. Und das nächste wäre dann hier. Dichteste, was ich sehe. Aber dafür müsste ich hier unten ausbreiten mich. Hätten wir dann auch nochmal so ein Ölvorkommen. Das ist auf jeden Fall meine nächste Aufgabe für morgen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.